Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, endlich mal wieder nach einer ewigen langen Pause. Ich bin wieder ziemlich nervös wie am ersten Tag, aber ich hoffe, das vergeht schnell wieder. In diesem Video zeige ich euch einen Look für unter 30 Euro und das geht mit der neuen Untermarke, glaube ich, sagt man, oder? Von Makeup Revolution, und zwar die Relove Kollektion. Das ist eine neue Linie von Makeup Revolution, das wirklich jedem Menschen erlaubt, sich Make-up kaufen zu können, denn die Produkte sind günstig. Und ich werde die eben heute das erste Mal testen. Ich habe das Paket nur das Paket grob aufgemacht. Ich habe die Produkte gar nicht angeschaut, nichts geswatcht, gar nichts. Und ich bin deswegen mega gespannt, wie die Produkte sind. Wie gesagt, die sind super günstig. Dieser Make-up-Look geht unter 30 Euro. Und wir fangen an. Also, ich habe hier einmal einen Augenbrauenstift. Dann habe ich einmal den Baby Gloss, den Lip Gloss in der Farbe Sugar. Dann haben wir hier noch einen Glossy Fix Clear Gel Mascara für die Augenbrauen und für die Lashes. Dann haben wir hier die Super Serum Foundation in der Farbe F10.5. Dann haben wir hier einmal eine Eyeshadow Palette und die zweite Eyeshadow Palette. Die sehen beide so aus. Dann haben wir einmal eine Contour Palette in Baked Sugar. Ich glaube, das ist die Farbe, oder? Ja. Und dann einmal einen Duo Blush und Highlighter in der Farbe Kindness. So, und das war... das Beste habe ich vergessen. Oh mein Gott, cool. Ich habe hier einmal Leni Lashes in dem Style 101. So, wir fangen an mit den Augenbrauen. Ich habe die Farbe, das habe ich gar nicht erwähnt, die Farbe ist Granit. Okay, also ganz normaler Augenbrauenstift. Vorne ist der Tipp und hinten ist das Bürstchen. Das Bürstchen ist schön, also ein bisschen härter. Das mag ich auch so. Ich hasse zu weiche Bürsten. Und so sieht der Tipp aus. Hallo? Also so ein, kein runder Tipp, sondern so ein, ja, wie sagt man, weiß ich nicht. Keine Ahnung, auf alle Fälle nicht rund. Ich hoffe, man erkennt es gut. Oh, gut pigmentiert. Nicht trocken. Gibt gut Farbe ab, aber auch nicht zu viel. Nice. Ich habe noch nie mit so einem Augenbrauenstift gearbeitet. Noch nie. Ich habe immer diesen runden Tipp immer gekauft. Deswegen bin ich gerade echt super begeistert. Nämlich gar nicht so schwer mit dem hier. So, jetzt fangen wir mal an, da vorne Härchen zu zeichnen. Feine Härchen. Ich bin gespannt. Oh, habt ihr das gesehen? Hammer. Hammer. Fein. Wow. Boah, ist das gut geworden. Hey, krass. Seht ihr die feinen Härchen? Seht ihr das? Wow. Also ich halte hinten den Stift auf der Seite, also an der Spitze, also nicht schräg. Und um die Linien zu zeichnen, halte ich den schräg natürlich an der Kante. Finde ich echt nice, weil du kannst eben eine
der einen Seite die Augenbraue best schneller befüllen und mit der anderen super feine Härchen zeichnen. Die Augenbraue habe ich jetzt ein bisschen zu dick gemacht, aber egal. Okay. Ich find's nice. So, probieren wir jetzt den Clear. Das war das Clear Glossy Fix für die Augenbrauen und für die Wimpern. Also, die Seite ist für die Augenbrauen, steht nämlich extra drauf, was für was ist, und das ist für die Lashes. So. So sieht das aus. Jetzt, was machen wir jetzt zuerst? Also eigentlich mache ich ja sofort auch gleich meine Foundation und dann die Augen. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich weiß gar nicht, was für Augen ich mache, beziehungsweise welche Farben ich verwende. Also ich fange an mit der Palette Mindful, mit der Nummer 4, mit dem Flieder, mit dieser Fliederfarbe. Die ist sehr, sehr hell. Also das ist so ein ganz, ganz helles Flieder-Lila. Ich glaube, bei mir sieht das sehr weiß aus. Egal, dann machen wir einfach weiter mit der pinken Farbe von der Palette Dreamer. Da, da. In der Palette sieht die Farbe so ein leicht neonmäßig aus. Aber wenn man die aufträgt, ist das eigentlich eine schöne, softe, pinke Farbe. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. So, dann gehe ich in diese orangene Farbe daneben, da, da. Und tue sie gleich daneben an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier gerade mache. Ich platziere einfach den Lidschatten überall irgendwo hin. Ja, das sehen wir dann zum Schluss, was das hier geworden ist. So, und dann gehe ich in die gelbe Farbe rein, da. Tu die so. So, dann nehme ich einen anderen Pinsel und gehe in die Mindful Palette und nehme den braunen Ton. Was soll ich? Die Crease cutten? Ja, machen wir mal einen Cut Crease. Machen wir dann mal schnell eine Cut Crease. So, dann gehe ich in die Farbe, wieder in die Palette Mindful, in diese obere Highlighting-Farbe. Das ist so ein Gold, so ein Schimmergold. Dafür nehme ich so einen flachen Pinsel, mache meinen Pinsel nass. Wow, schön, so ein Champagnerton ist das. Mhm. Okay, dann gehen wir eben mit dem braunen Ton. Von der Farbe Mindful, von der Palette Mindful. Klopfen hier ein bisschen ab, weil ich habe irgendwie Angst, dass das krank pigmentiert ist. Oh. So, jetzt gehe ich nochmal in diesen rötlichen Ton, damit der Übergang hier von der Cut Crease in die braune Farbe nicht zu harsh ist, zu grob oder wie man das auch immer nennt. So, jetzt gehen wir in das Schwarz. Ziehen wir da so einen Liner. So, ich mache mir jetzt einfach noch einen dünnen Liner. So, wir machen hier jetzt erstmal Pause mit den Augen und gehen jetzt weiter zur Foundation. So, mal gucken, wie die Farbe mir jetzt passt, weil ich ja im Urlaub war und das habe ich alles hier vor dem Urlaub gemanagt. Und jetzt keine Ahnung, ob mir das noch passt. Gucken wir mal. Ich glaube, zu hell. So, ich trage erstmal das mit dieser. Oh. Also die Farbe passt natürlich jetzt gerade nicht, aber. Oh. Boah,
Boah, wie gut diese Foundation abdeckt. Ich komme noch mal näher dran. Zoom, zoom. Schaut euch den Unterschied mit einer Schicht. Und die ist gar nicht dick. Und mit dem Pinsel lässt die sich gerade so gut verblenden. Also wie gesagt, ne, die Farbe passt natürlich jetzt gerade nicht mehr. Nee, überhaupt nicht mehr. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen dann mit Contouring. Oh mein Gott, aber die Foundation deckt so schön ab. Okay. Ich mache jetzt mein Gesicht fertig off camera. Also ich tue noch Concealer setzen und Contouring. Ah ja, wieso ich die Farbe von der Foundation einfach nicht geändert habe, ist, weil mir ja die Bräune jetzt nicht ewig so bleibt. Und die Foundation möchte ich ja dann danach auch noch verwenden. Und ja, deswegen. So, habe ich hier einmal ja, die Konturpalette, die Konturfarbe, dann ein Bronzer und ein Highlighter, oder? Ja. So, dann gehe ich in diesen Bronzer. Das ist nicht so ein matter Bronzer, sondern mit auch so leichten Schimmer. Der Bronzer geht schon ins Wärmere. Man sieht das in der Kamera, aber dieses Schimmer. Schick, schick. Jetzt nehmen wir den Blush. Okay, das ist so ein Mauve-Ton, glaube ich. Oder nennt man die Farbe so? Mauve, 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 keine Ahnung. Okay, okay. So, dann kommen wir zu den Lashes. Oh, auf die bin ich so gespannt. Okay, machen wir das erstmal fertig. So, ich gehe nochmal mit diesem klitzekleinen Pinsel in die Mindful Palette. Ach, ich bin so bescheuert. Ich habe doch immer hinten den Namen gelesen. Dabei steht es einfach voll fett vorne drauf. Wow. So, und dann gehen wir in den wunderschönen Braunton und tun da verblenden. So, die Augen sind gemacht. Ich bin von den Wimpern, ehrlich gesagt, komplett geflasht. Mir gefallen die so gut. Aber let's move on zum Baby Lip Gloss in der Farbe Sugar. Das ist eben so ein Tinted Gloss, glaube ich, oder? Ja. Der riecht nach Kokos. Nach Kokos und keine Ahnung was, auf alle Fälle riecht der richtig gut. Oh mein Gott, der riecht so genial. Ich habe mir jetzt ein bisschen mit einem Lip Liner die Lippen ganz leicht umrandet, damit es nicht ganz so hell auf meine. Oh mein Gott, der riecht so gut. And we're done. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin von allen Sachen echt positiv überrascht. Am allermeisten flasht mich, der Augenbrauengel, ne? Der hält sehr, sehr gut. Ich habe den jetzt an den Wimpern nicht ausprobiert, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Und zwar, meine Favoriten von diesen ganzen neuen Sachen ist definitiv, ich bin vom Augenbrauenstift wirklich fasziniert, weil die Farbe ist nicht nur gut, sondern auch der Stift an sich ist echt. Ich habe mit so einem Stift noch nie gearbeitet und ich finde den ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich gut. Und ansonsten, die Foundation ist mega gut. Klar, die Farbe passt jetzt nicht wirklich so gut, aber die Foundation werde ich, denke ich, nach Sommer, wenn Sommer vorbei ist, sehr, sehr oft verwenden, weil die wirklich ultra, ultra leicht ist auf der Haut und dennoch aber wirklich sehr, sehr gut alles verdeckt. Der Gloss, der klebt nicht, der riecht gut, die Farbe ist sehr, sehr schön. Ich habe mir ja nur ein paar Sachen ausgesucht, es gibt aber noch viel, viel mehr. Also generell von den Lidschattenpaletten gibt es keine Ahnung wie viele, aber
gefühlt Tausende. Also da ist für jeden was dabei. Also wie gesagt, von ReLove gibt es ein Schwamm, es gibt Foundation in tausenden von Farben, es gibt Highlighter, so einzelne Highlighter, dann diese Fixing Sprays, Primer, was ist das? Lippenpflege, die Glosses, Mascara, Eyeliner in weiß, in schwarz, Kohl Eyeliner, dann Stift Eyeliner, dann noch, keine Ahnung, dann Augenbrauenstift. Da ist eine riesen Auswahl an Farben. Da nochmal die Lippenpflege, die Paletten. Dann gibt es für die Augenbrauen auch, wie heißt das, Puder, ja, oder? Puder-Paletten. Dann, was gibt es noch? Ja, genau, so ein Setting-Powder. Ich bin sowas von zufrieden mit den Produkten. Vor allem der Augenbrauenstift schockiert mich so. Ich finde, ich habe mit diesem großen Ding echt die Augenbrauen gut hingekriegt. Und jetzt guck mal nochmal vorne, guck mal, so, da, schau mal, die Härchen, also vorne, die ich gezeichnet habe, die sind doch echt gut geworden, oder? Also wie gesagt, ich finde die Auswahl an den ReLove Produkten ist wirklich super. Man kann wirklich ein Fullface damit kreieren. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal ganz herzlich an Cosmetic for Less, dass ich diese tollen Produkte ausprobieren durfte. Und ja, bald kommt auch wieder ein neues Video dann auf YouTube. Ich weiß nicht wann, aber bald. Ich bleibe auf alle Fälle jetzt dran. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen, und ich hoffe, für euch war was dabei. Ich kann die Sachen definitiv empfehlen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.